Hi, my name is Stella from Lasco. And I'm Anna Grace of Ian van Daal, and you're watching the tour diary of Roof Coverage. Roof Coverage! Which we love! Woo! Woo! Good morning! Welcome to Hong Kong! Guten Morgen, es ist 17 Uhr abends. Ich bin total verwirrt. Kaum fliegst du 40 Stunden in Hongkong, Sydney nach Perth, bist du ja auch schon da. Na? Müde. Welcher Tag ist heute? Mittwoch. Donnerstag. Hier ist Donnerstag. Donnerstag. Das glaubt aber auch bloß der. So finde ich das schon viel besser. Danke, Markus, hast du gut gemacht. Morgens im Perth. Weiter geht's nach Adelaide. Kurze Nacht. Jetzt geht's weiter. Entschuldigung. Nach Melbourne. Und drei Shows jetzt. In Australien. Bisher waren alle überall eigentlich ganz cool. Jetzt geht's wieder in den Flieger. Langsam, glaube ich, wachsen uns Flügel. Erstmal ein bisschen Zähne putzen. Ah, jetzt weiß ich, was sie gemeint hat mit den Treppen. Wahrscheinlich hätte ich gemeint, ich soll unten, weil ich hinten sitze. Ich sitze vor dir. Ich fahre ja auch. Yeah.
crazy. Oh my goodness. The helper, I'm sorry. Hammer. Mischung aus alt und neu ist hier echt total mega. Und schon wieder wow. 9 meters per second and reach level 88 in just 38 seconds. Kommt schon hoch. Ja, gib Gas. Ich habe gestern deine Schuhe versteckt. Wo denn? So, und wir bleiben jetzt bis Januar da. Und dann sieht er uns bei RTL. Deep in the jungle. Oder mal? Ja, wir suchen uns schon die schönsten Feldbetten. Und? Da, wo die wenigsten Spinnen sind. Bei der Befragung, was so am allermeisten schlimmsten ist, nackte Frauenbrüste. Immer. Mhm. Das ist Mensch, aber komm her. Einerseits ist es die Situation vom Musikmarkt allgemein, andererseits ist es bei uns im Speziellen auch momentan so, dass wir so viel unterwegs gerade sind mit dem, also wir touren so viel, dass wir sagen, wir haben uns jetzt selbst auch gar keinen Druck mehr gemacht. Also wir genießen gerade die Zeit, wir arbeiten im Studio, aber dieses ewig on time zu sein, zu sagen, okay, wir haben jetzt noch 14 Tage, dann muss das und das stehen, diesen Stress haben wir uns endgültig rausgenommen und gesagt, Musik muss Spaß machen, es muss passen und dann kommt auch was, aber der Druck ist weg. Und das ist was, was wir echt genießen gerade. Ja, lustig irgendwie. Also China ist so eine never-ending Story, wie man mitkriegt. Du hast halt im asiatischen Markt immer den Vorteil, dass du da nicht, da ist ein Hit noch ein Hit, auch über Jahre und nicht nur ein halbes Jahr, wie in den meisten europäischen Ländern leider mittlerweile. Und so kam es auch zustande, dass total überraschend Kentucky Fried Chicken sich für den Song Chi von uns entschieden hat und den jetzt ein Jahr lang in der größten TV-Kampagne, glaube ich, die es in China jemals gegeben hat, aufgenommen hat. Und zwar läuft das jetzt ein ganzes Jahr auf CCTV One, das ist das größte Staatsfernsehen in China. Und好好好，呵呵不自在，哈哈才自在，尽情自在肯德基。Hey, this is Darren Bailey from the old Guru Josh Project, now Guru Project, and you're watching Guru Coverage on their tour diary. Ich weiß nicht, ob das ganz richtig ist, was wir da gerade machen. Versuchst du aufgenommen zu werden? Das Schöne ist, jetzt die vorletzte Station, dann haben wir noch eine, und zwar das Sydney, und dann noch drei Flüge für uns, und dann haben wir wieder deutschen Boden. Aber bei dem Wetter, wer will denn nach Hause? Ich habe gehört, Deutschland 4 Grad. Radmobil. Unglaublich, was hier alles gibt. Very nice. No. Stunden später geht es noch immer um Schminken. Habe ich gesagt, dass ich einen Sonnenbrand habe? Eieiei. 2 Stunden in der Stadt spazieren gegangen und knallerot. First Marcus. Der letzte in
Inlandsflug. Man glaubt es kaum. Da geht's gleich rein. Wahnsinn, Wahnsinn. Hi, I'm Mark Czeklak from the Boogie Pimps. And I'm Luciana. And you are watching Groove Coverage Tour Diary. Yeah, baby. Straight down from Sydney. Get ready to welcome Groove Coverage! In a world of electric sounds, I wanna love you better than an artist. In one country or one nation or whatever, and you know what, this is, we have mutually agreed that this is the best tour we've ever done in our entire life. Ich glaube, es gibt keinen schöneren Platz, um die Tour jetzt hier zum Ende zu bringen. Wir hatten eine richtig geile Zeit in Perth, Brisbane, Adelaide, Sydney. Melbourne, wie kann man Melbourne vergessen? Unfassbar. Ja, die Sonne brennt ein bisschen zu sehr auf dem Kopf, glaube ich. Eine Wahnsinnstour, wir sind so dankbar. Australien, es war das erste Mal, es war hoffentlich nicht das letzte Mal. Wir haben so viele tolle Künstler wieder getroffen oder kennengelernt. Wir hatten ein geniales Team, die wo uns unterstützt haben, die wo mit uns getourt sind. Es war einfach perfekt. Das Publikum in Australien ist einfach nur crazy. We really love you, Aussies. Okay, und jetzt geht's leider nach Hause. Vielleicht bringen wir ein bisschen Sonne euch mit. Und ansonsten, ich hoffe, ihr habt den Spaß und einen kleinen Einblick auf unsere Tour. Und wir sehen uns dann. Wir touren ja noch weiter. Wir bleiben ja nicht hier. Nicht? Nö. Vielleicht. Ciao. Every day, I wanna wake up early morning.